Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und das ist die Huld von Allah azza wa jal, dass wir alle heute ein paar gute Taten machen können. Es gibt ja Leute, für die ist Sonntag der Ruhetag. Bei uns gibt es keine Ruhe. Bei uns gibt es keine Ruhe. Imam Ahmad rahmatullah alayh, als er gefragt wurde, Matarraha. Was war die Frage desjenigen? Matarraha? Was heißt das? Wann? Wann ist die Zeit der Erholung? Er sagte, إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةِ. Wenn du das Paradies betrittst. Ehe du das Paradies nicht betreten hast, wirst du keine Ruhe in dieser Welt haben. Als Allah Azza wa Jal zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Surah Al-Muddathir gesagt hat, قُمْ فَأَنذِرْ, steh auf und warne die Menschen. Mach ihnen Angst, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, mach den Qurayshiten Angst, dass sie verstehen, was auf sie zukommen wird, Yawmul Qiyamah, deswegen sollen sie sich Allah Azza wa Jal in dieser Dunya ergeben, damit sie am Tage der Auferstehung nicht die gewaltige, allergewaltigsten Strafen trifft. Jahannam, das Höllenfeuer, worin Allah Azza wa Jal alle ungläubigen, ungehorsamen Diener verbrennen und bestrafen wird. Allahumma najjina minan nar. Liebe Geschwister, قُمْ فَأَنذِرْ. Seit dieser Ayah hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ihr wisst es alle mit Sicherheit, wann hat er die Offenbarung bekommen? Mit welchem Alter? Mit? 40. Mit 40. Und wann ist er gestorben sallallahu alaihi wasallam? Mit 63. Das heißt, die Differenz sind wie viele Jahre? 23 Jahre hat er ab da an keinen ruhigen Moment mehr gehabt. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das ist der Weg von einem Muslim. Du wartest auf die Erholung im Jenseits. Masruq radiyallahu anhu arda, er verweilte einmal sehr lange in der Niederwerfung. Dann sagten die Leute zu ihm, seine Gefährten, Malak, was ist mit dir los? Das heißt, erhol dich. Du bist schon eingeschlafen in der Niederwerfung. Er ist eingeschlafen in der Niederwerfung. Er sagte, Abhathu an Raha. Ich suche nach der Erholung. Ich suche nach der Erholung, indem ich mich erschöpfe. Aber ich weiß, nach dieser Erschöpfung kommt die Ruhe. Subhanallah al-Azim. Deswegen, liebe Geschwister, versteht das. Das ist nicht der Ort für die Ruhe. Das ist nicht der Ort, in dem wir uns hinlegen und sagen, wir warten darauf, bis Allah Azza wa Jal über uns urteilt. Nein, dieser Ort ist einzig und alleine nur dafür da, damit du die besten Taten machst. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, Allah, einzig und alleine, damit er von euch prüft, wer die besten Taten macht. Weswegen sind wir hier? Um die besten Taten zu machen. Manche schlafen in dieser Zeit und andere machen die besten Taten in dieser wenigen Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Jahre wir Zeit haben, liebe Geschwister, um mit ein paar gezählten Hasanat zu Allah Azza wa Jal zurückzukehren. Und dann wird er über uns bestimmen, ob wir in das Paradies oder in das Höllenfeuer eingehen. Möge Allah Azza wa Jal jedem gläubigen Diener in das Paradies eingehen lassen. Du bist von Allah Azza wa Jal auserwählt, o Diener Allahs. Und wir reden heute über die Identifikation eines Muslims mit seiner Religion. Und wahrlich ein gewaltiges und wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. In einer Zeit, wo uns die Kuffar zu verstehen geben wollen, dass der Islam eine falsche Religion ist. Dass der Islam eine terroristische Religion ist. Dass der Islam eine Religion der Intoleranz ist.
dass der Islam eine Religion des Verlustes ist. Wallahi, was auch immer sie sprechen von ihren Wörtern, sind nicht neue Wörter, sondern sie haben in den Gräbern der Älteren gewühlt und haben dieselbigen Wörter herausgefiltert, die früher schon gesagt wurden. Was sagte man über Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er ist ein Lügner. Was sagte man noch? Er ist ein Zauberer. Er ist ein Wahrsager, er ist ein Dichter, er ist ein Besessener. Diese Wörter hat man doch damals gesagt. Was sagt man heute über die praktizierenden Muslime? Das sind Leute, die sind, die haben einen weg, sozusagen. Man sagt, denen folgen nur Leute, die die Schwächeren und die sozusagen Untergeordneten in dieser Gesellschaft sind. Leute, die keine Stellung in der Gesellschaft haben. Genau dieselben Wörter. Und das wurde auch zu den Propheten gesagt. Dass Nuh a.s. ihm vorgeworfen wurde, dir folgen nur die Schwächeren. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dir folgen nur die Schwächeren. Diese Wörter, o Diener Allahs, versteht das? Das sind keine neu gesprochenen Wörter. Das sind Wörter, die sie herausgegraben haben aus den alten Gräbern der Kuffar. Und sie nehmen diese Wörter und sagen sie in demselben Ton wie die Kuffar vor ihnen. Hältst du an deiner Religion fest? وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Und kein Gesandter wurde zu ihnen geschickt, zu ihren Völkern, allesamt, außer dass sie sich über ihn lustig gemacht haben. Als ob sie sich gegenseitig verabredet haben, um den Kuffer einander zu erklären und zu erzählen und ihn zu praktizieren. Und ihn zu praktizieren. Subhanallah, habt ihr gemerkt, dass die Kuffar alle dieselben Argumente bringen? Von damals bis heute. Sag, von damals bis heute. Was haben sie über den Islam damals gesagt? Über die Propheten? Hä? Sie haben sich erstmal über sie lustig gemacht. Macht man das heute noch? Macht man sich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lustig? Natürlich, man malt ihn mit einem Turban und darüber eine Bombe auf den Kopf. Möge Allah azza wa jal jeden, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anfeindet, möge Allah azza wa jal ihm das spüren lassen am Tage der Auferstehung. Liebe Geschwister, das ist kein neues Phänomen. Die Anfeindung gegen den Islam ist kein neues Phänomen. Und deswegen solltest du, o Diener Allahs, dich mit deiner Religion beschäftigen. Es gibt keinen einzigen Grund, warum sie uns anfeinden, außer, dass sie wissen, dass wir die Wahrheit vertreten. Bei Allah. Sie wissen das. Sie wissen das. Und Allah Azza wa Jal bestätigt uns im Koran: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Viele Leute der Schriftbesitzer wollen, nachdem ihr, o Muslime, den Islam angenommen habt, euch von eurer Religion, von dem Glauben wieder abbringen. Warum, ja Allah? Warum tun sie das? Warum sind sie diesem Weg zugeneigt und wollen uns von unserer Religion abbringen? Hasadan min indi anfusim. Aus Neid vor euch. Glaubst du das? Die Kuffar sind neidisch auf dich, dass du eine Religion hast, dass du einen Herrn hast, den du einzig und alleine anbetest, dass du einen Propheten hast, den du in allen Belangen befolgst. Darauf sind sie neidisch. Wir sagen, ihr braucht nicht neidisch zu sein. Wir laden euch ein zu dieser Religion. Das ist nicht eine Religion, die nur für uns ist. Jeder, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hat die Möglichkeit, unsere Religion, in unsere Religion zu kommen. Unserer Religion beizutreten. Und wir sagen das. Und bei Allah, wir schreien das hinaus in die Welt, liebe Geschwister. Wenn heute eine Person den Islam angefeindet hat und er nimmt danach den Islam an, und er ist dann ein Bruder von unserer Gesellschaft. Ich bin der Erste, der ihn auf den Kopf küsst. Obwohl er gestern noch ein Feind des Islam war. Ist so unsere Religion? Ist so unsere Religion? Das ist keine Religion, die uns gehört. Diese Religion gehört Allah Azza wa Jal. Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah Azza wa Jal ist der Islam. Und er sagt weiter in ein paar weiteren Stellen: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion erstrebt, eine andere Religion, ganz gleich welche Art und Weise es ist, wer eine andere Religion als die Religion des Islam anstrebt,
erstrebt, begehrt, so wird es niemals von ihnen angenommen werden. Die Worte klar? So wird es niemals von ihm angenommen werden. Wird Allah etwas anderes akzeptieren als den Islam? Was sagt er uns? Niemals. Abadan. Kalla. Nein und tausendmal nein. Und wir legen noch eins drauf. 1 Million Mal nein. Yarhamukallah. Das ist das Gesetz bei wem? Bei Allah. Habe ich die Religion geschrieben? Hast du die Religion geschrieben? Hast du die Religion geschrieben? Allah Azza wa Jal hat uns diese Religion gegeben. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute, o ihr Muslime, und seid stolz auf diesen Tag, habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und ich, sagt Allah Azza wa Jal, habe meine Gnaden an euch vollendet. Wehe dir, dass dein Herz mit dieser Religion nicht übereinstimmt. Und ich habe heute meine Gnaden an euch vollendet. Und ich, sagt Allah, und das sollte dich stolz machen, bin zufrieden mit dieser Religion. Wenn Allah mit dieser Religion zufrieden ist, bist du nicht zufrieden? Wenn Allah mit dieser Religion zufrieden ist, begehrst du etwas anderes? Wenn Allah mit dieser Religion zufrieden ist, dann hast du einen Stolz zu etwas anderem als zu dieser Religion? A'udhu billah. Es tut mir leid, o Bruder. Dann sage ich dir, du hast deine Religion niemals verstanden. Allah erwählt. Wer ist unser König? Allah. Wer ist der König aller Könige? Allah. Wer ist der Herr aller Menschen? Allah. Wer ist derjenige, der alles bewegen muss, damit er sich eine Sache überhaupt bewegen kann? Allah. Wen dienst du? Wer ist derjenige, dem du folgst? Wer ist derjenige, mit dem du dich brüstest? Sollte das nicht Allah Azza wa Jal sein? Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir darüber reden, dann sollten wir verstehen, wir haben hier eine Aufgabe in dieser Welt. Allah Azza wa Jal sagt zu uns, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Er sagt uns und hört und genießt diese Worte. Wallahi, nur ein Gläubiger hat den Geschmack an solchen Wörtern. Kein anderer. Kein anderer hat Geschmack an solchen Wörtern, außer ein Gläubiger. Ihr seid die beste Gemeinschaft. Wer hat das gesagt? Hitler? Wer hat das gesagt? Ein Rassist? Wer hat das gesagt? Einer, der irregehend ist, einer, der nur reich ist, einer, der mächtig ist. Diese Worte hat Allah gesprochen. Kuntum khayra ummatin. Ihr seid die beste Gemeinschaft. Zu wem? Zu den Muslimen. Allahu Akbar. Ja, welches Herz hast du, dass du dich nicht stolz fühlst für diese Religion, dass du nicht deinen Stolz entwickelst für diese Religion? Ihr seid die beste Gemeinschaft, sagt Allah. Tayyib, ich heiße Hamudo und bin Türsteher. Bin ich jetzt der Beste? Hört die Ayah weiter. Hört die Ayah weiter. Ihr gebietet das? Disco ist gut. Techno ist super. Rabdibab ist gut. Ihr gebietet das Gott. Und ihr verbietet das Schlechte. Und ihr glaubt an Allah. Jetzt weißt du, wann du zu der Besten aller Gattung gehörst, wenn du eben diese Eigenschaften erfüllst. Allah hat dich mit einer Botschaft zu den Menschen entsandt. Diese Botschaft ist, dass du erstmal weißt, o Diener Allahs, wenn du diese Eigenschaften besitzt. Möge Allah uns unter denen schreiben. Dann bist du für sie ein Vorbild. Deine Aufgabe ist es, der Rechtleitung selber zu folgen und die Menschen zur Rechtleitung zu rufen. Allah hat dich zu den Besten aller Menschen auserkoren. Allahu Akbar. Was für eine Gnade, liebe Geschwister. Und ich betone noch einmal, absichtlich, niemand hat uns ausgezeichnet außer Allah Azza wa Jal. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist nicht wie wenn ein Mensch das macht, eine Schöpfung das macht. Das ist Allah, der Herr der gesamten Schöpfung. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Menschen hervorgegangen sind. Ihr erklärt ihnen den Weg der Rechtleitung. Sie folgen euch und ihr nicht ihnen. Der Islam ist gekommen, um befolgt zu werden und nicht, dass er befolgt. Hast du das verstanden? Wer sind die Besten? Ihr, o Muslime, seid die beste Gemeinschaft.
Ja Allah, was sollen wir tun? Was ist unsere Aufgabe? Folgt der Rechtleitung und wisset um die Gnaden, die Allah euch gegeben hat. Und ruft die Menschen zur Rechtleitung, weil ihr die Wahrheit habt. Wer noch, ja Allah, hat noch jemand die Wahrheit außer die Muslime? Wallahi nein. Beim Herrn der Kaaba. Und wir schwören es in die Welt hinaus. Wallahi, billahi, tallahi. Niemand besitzt die Wahrheit außer die Muslime. Alhamdulillah. Und schaut, liebe Geschwister, wie die Muslime der früheren Zeit das umgesetzt haben. Diese Wörter, die wir heute einfach so lesen. Oh ja, wir sind die Besten. Lass uns mal einen Joint rauchen. Wir sind die Besten. Lass uns mal dieses und jenes machen. Wir verstehen nicht, was diese Wörter bedeuten. Allah hat dir eine Gnade gegeben. Diese Gnade, damit musst du ehrenhaft umgehen. Du musst diese Gnade in Ehren halten, so dass Allah dir diese Gnade nicht nimmt. Subhanallah al-Azim. Rib'i ibn Amir, radiyallahu anhu arda, einer der gewaltigen Sahaba. Er ging zu Rustum in das Schloss hinein. Und Rustum war ein König, der bekannt war, dass er ein Machthaber war, ein Tyrann durch und durch. Ein Ungerechter, liebe Geschwister, wie Allah azza wa jal diese Leute schon in der Dunya bestraft, damit er sie am Tage der Auferstehung noch mehr bestrafen kann. Möge Allah azza wa jal alle ungerechten Tyrannen in der Hölle verschmoren lassen. Amen. Liebe Geschwister, Rib'i ibn Amir, er ging rein in das Schloss, überlegt mal, und er hatte ein paar ärmlich bekleidete Sahaba dabei. Er war einer, der barfüßig gelaufen ist in der Wüste. Er war einer, der nicht viel zum Anziehen hatte. Aber er hatte die Izza, den Stolz und die Ehre des Islam. Und so kam er herein zu Rustum. Und er sagte zu ihm, Rustum, als er ihn gesehen hat, mit diesen ärmlichen Arabern, er sagte zu ihm, warum seid ihr hier? Was hat Rib'i ibn Amir ihn geantwortet? Wir sind hier, um dich zu fragen, ob du Arbeit für uns hast. Wir sind hier, um ein paar Euros von dir zu ergattern. Wir sind hier, damit wir dir folgen. Er sagte, jitna linukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi al-ibad. Wir sind gekommen, um die Diener von der Dienerschaft zu den Dienern hinwegzubringen, zu der Dienerschaft, zu dem Herrn aller Diener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diese Wörter haben die islamische Geschichte, liebe Geschwister, befestigt. Diese Wörter haben die islamische Geschichte geprägt. Ey Wallah. Schaut mal ihre Izza, ihr Stolz. Sie hatten nicht viel. Und sie hatten keine besondere Kleidung. Und sie hatten keine besondere Aufmachung. Und sie waren Leute, die andere als unterdrückt und als unterwürfig sehen würden. Aber bei Allah hatten sie die höchste Stellung. Wisst ihr warum? Weil ihre Izza, ihr Stolz, nur dem Islam gegolten hat. Möge Allah azza wa jal uns diesen Stolz geben. Du wirst in dein Grab hereingelegt, o Diener Allahs. Und ich auch. Und so werden die zwei Engel zu dir kommen und dir drei entscheidende Fragen stellen. Über dein gesamtes Leben. Hast du 20 Jahre gelebt? Hast du 40 Jahre gelebt? Hast du 80 Jahre gelebt? Interessiert nicht. Die erste Frage ist, wer war dein Herr? Das ist die erste Frage. Munkar, ich habe einen Porsche gefahren. Interessiert mich nicht. Wer war dein Herr? Nakir, ich weiß nicht, aber ich sah immer gut aus. Meine Haare waren immer gegelt. Wer war dein? Munkar und Nakir, ich wollte euch nur aufmerksam machen. Ich war immer im Fitnessstudio und habe immer einen anständigen Körper gehabt. Wer war dein? Willst du nicht mal wissen, wie ich heiße? Wer war dein Prophet? Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kennst du ihn? Und vor allen Dingen, wenn du ihn kennst, befolgst du ihn? Oder gehörst du zu den Leuten, die Krankheit in ihren Herzen haben? Und wenn sie jemanden sehen, der die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgt, sie ihn anfeinden, Groll im Herzen bekommen, diese Person meiden möchte. Wallahi, dann gehörst du nicht zu ihnen.
Es gibt Leute, sie werden Yawm al-Qiyamah zum Haud gehen, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und sie möchten aus seinen gesegneten Händen trinken. Dann kommen die Malaika, die Engel, und sie führen nur aus, was Allah azza wa jal ihnen befohlen hat. Allah azza wa jal sagt über diese Engel, die gewaltig sind, liebe Geschwister, la ya'sun Allah ma amara. Sie widersetzen sich nicht Allah in seinem Befehl. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Und sie erfüllen das, was ihnen befohlen wurde. Diese Engel werden kommen und die Leute schnappen und in das Höllenfeuer führen. Da wird der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagen, Ummati, Ummati, meine Umma, was macht ihr mit ihr? Was macht ihr mit ihnen? Warum treibt ihr sie ins Höllenfeuer? Dann werden sie sagen, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie gehören zu denjenigen, die die Religion geändert haben. Sie gehören zu denjenigen, die die Sunna total neu geschrieben haben. Sie gehören zu denjenigen, die sich schämen, wenn jemand der Sunna folgt. Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben. Was wird der Barmherzigste aller Menschen sagen, nachdem Allah Azza wa Jal von dieser Person das Herz herausnehmen gelassen hat, von Mikael und von Jibril, liebe Geschwister, und sie haben dieses Herz mit Samsamwasser gewaschen, zweimal oder dreimal, wie die Gelehrten sagen. Und subhanallah al-Azim, kein Herz war barmherziger als dieses Herz. Sogar wurde ein Teil von diesem Herzen herausgeschnitten. Ein kleiner Schnitt wurde gemacht von diesem gewaltigen Engel. Und das war der Anteil, den der Shaitan hätte nutzen können, um ihn in irgendeiner Richtung zu bringen. Dieses Herz war rein von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Mann der Barmherzigkeit. Er wird sagen, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Weg mit ihnen, die nach mir geändert haben. Ich habe eine Frage an dich. Willst du, dass Muhammad SAW an diesem Tag dein Fürsprecher ist, der ein gutes Wort für dich einlegt, so dass, wenn du auch das Urteil Höllenfeuer bekommen hast, dass du trotzdem in das Paradies eingehst durch seine Fürsprache? Oder willst du zu denjenigen gehören, denen am Tage die Fürsprache nichts nützt, weil du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht geliebt hast? So wird er dich auch nicht lieben. Suhkan, suhkan, liman ghayyara ba'di. Weg mit ihnen, die nach mir geändert haben. Nimmt sie, o Engel, ihr habt recht. Und der Befehl von Allah ist rechtens. Nimmt sie und verbrennt sie im Höllenfeuer. Wal'iyadu billah. Wer war dein Prophet? Muhammad? Dann bestätige es. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Was, wenn du Leute der Sunna siehst? Hast du sie oder liebst du sie? Was, wenn du Leute hast, die vor dir das Gute tun und sie möchten dich zum Guten rufen? Hast du sie oder liebst du sie? Was, wenn Leute dich dazu bringen wollen, dass du der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst? Hast du sie oder liebst du sie? Und wenn du sie nicht liebst, was willst du antworten im Grab? Man nabiyuk? Wer ist dein Prophet? Was willst du antworten? Was willst du antworten, o Diener Allah? Und dann kommt die letzte Frage. Was war deine Religion? Was war deine Religion? Wer fragt dich nach Dunya? Habt ihr gemerkt, dass in dieser Frage, habt ihr gemerkt, dass diese Fragen über die Dunya sind oder über die Religion? Über was? Über was? Ich möchte euch hören. Über die Religion. Dann was machen wir? Mit was beschäftigen wir uns? Mit der Religion oder mit der Dunya? Darum kommt es. Darauf kommt es an. Wenn du gefragt wirst, was war deine Religion? Was denkst du, kannst du antworten, wenn nicht dein gesamter Stolz und deine gesamte Identifikation der Religion galt? Kannst du antworten? Und wir reden heute über die Identifikation, über den Stolz der Religion, liebe Geschwister. Wenn nicht dein ganzer Stolz die Religion des Islam war, wie willst du antworten? Wie? Sag mir das. Bist du einer, der hobbymäßig diese Religion ausübt? Bist du einer, der bestimmte Jahreszeiten hat? Im Sommer bete ich nicht, weil da gibt es viel schöne Sachen. Und im Winter bete ich, weil da ist sowieso öde und nichts los. Zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Nimmst du deine Religion ernst oder ist das eine Hobby-Religion? Machst du immer deine Gebete? Stehst du immer zu deiner Religion? Verteidigst du deine Religion? Liebst du deine Religion? Und nichts steht an erster Stelle bei dir, außer die Religion? Dann wirst du sagen, Dini al-Islam, die Religion von mir ist mein Islam.
Willst du das nicht sagen? Dann musst du auch dafür leben in dieser Dunya, damit du das sagen kannst. Al-Izza, die Ehre und der Stolz, liebe Geschwister, für diese gewaltige Religion. Eines Tages war Abu Ubaida radiallahu an mit Umar ibn al-Khattab unterwegs. Und sie waren auf dem Weg nach Asch-Sham, nach Syrien, liebe Geschwister. Und sie waren auf dem Weg nach Beitul Maqdis, zu dem Haus al-Maqdis, dem heutigen Philistin. Und sie sollten die Schlüssel übergeben bekommen. Umar ibn al-Khattab sollte die Schlüssel übergeben bekommen von Beitul Maqdis. Und dass sie das eröffnet haben, gehört zu den kleinen Zeichen. Es wurde erfüllt, wie Allah das versprochen hat, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und in Beitul Maqdis hätten ihn die Fürsten erwartet, die Großen, die Leute, die Stellung haben bei den Menschen. Und als sie so hin und her ritten, als sie zu diesem Weg ritten, liebe Geschwister, stieg irgendwann Umar ibn al-Khattab radiallahu an ab von seinem Reittier und er führte das Reittier über die Wasserstelle. Schaut mal, er blieb nicht drauf und ritt über die Wasserstelle, sondern er nahm das Tier und zog es über diese Wasserstelle hinweg. Dabei zog er vorher seine Ledersocken aus und er tat seine Ledersocken auf seine Schulter. Und plötzlich betrachtete ihn Abu Ubaida und er sagte zu ihm, radiallahu an, ja Umar, mada taf'al? O Umar, was machst du da? Er wollte ihm sagen, du wirst gleich die Fürsten antreffen, Leute, die eine Stellung haben. Du wirst von ihnen die Schlüssel bekommen und sie werden umringt sein von den Besten, von den Menschen, die eine Stellung in der Gesellschaft haben. Willst du so vortreten vor ihnen? Dann sagte er zu ihnen, ja Aba Ubaida, lau ghayruka qalaha laja'altuhu nakala li ummati Muhammad. O Abu Ubaida, wenn jemand anderes diese Worte gesprochen hätte als du, hätte ich ihn zum Beispiel für die Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das heißt, ich hätte ihn ordentlich vermöbelt. لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد. Hätte ein anderer diese Worte gesprochen, ein anderer außer dir, Abu Ubaida, und Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab, hat Abu Ubaida besonders geliebt. Er sagte, hätte ein anderer diese Worte gesprochen, hätte ich ihn zu einem Beispiel für die Umma gemacht. Ich hätte ihn geschlagen. Dann sagte er, inna kunna adhalla qawmin. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Er sagte, und das sind Worte, die sollten wir mit Gold schreiben, liebe Geschwister, und in unseren Herzen tragen, nicht nur vor unseren Augen haben, in unseren Herzen tragen und danach leben. Er sagte zu ihm, radiallahu an, der Fürst der Gläubigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Umar ibn al-Khattab, inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisani. Allah hat die Wahrheit auf die Zunge von wem gelegt? Von Umar ibn al-Khattab. Er sagte in dieser berühmten Aussage, wir waren ein erniedrigtes Volk in der Jahiliyyah, vor dem Islam. So hat Allah uns Izzah gegeben, Ehre und Stolz. Solange wir diese Ehre, den Stolz, durch etwas anderes anstreben, als durch den Islam, wird Allah uns erniedrigen. Oh, mein edler Bruder und meine edle Schwester, weißt du jetzt, warum wir erniedrigt sind? Warum? Wir suchen den Stolz durch etwas anderes. Könnt ihr euch erinnern, als vor vielleicht ein oder eineinhalb Jahren eine Fernsehsendung war, die ihr alle bestimmt nicht gesehen habt. Arabic Idol. Kennt ihr das? Es gibt eine amerikanische Sendung, die heißt American Idol. Das heißt, da sucht man wen aus? Ein Idol, ein Vorbild. Auf der Bühne. Die singen irgendwelche Wörter und dann wird so ein Verrückter von ihnen auserwählt, dass er praktisch der Stolz der Nation ist. Also haben die Araber genau dasselbe nachgemacht. Und als dann einer gewonnen hat, sein Name ist Mohammed, ein Palästinenser, haben die Palästinenser gesagt, endlich hat unser Volk den Stolz zurückbekommen.
Solange wir den Stolz durch etwas anderes erstreben als durch den Islam, werden wir erniedrigt sein. Die Kuffar machen Big Brother, wir machen Big Brother. So. Sie machen ihre verdorbenen Fernsehserien, wir machen es ihnen noch besser nach. So. Und damit brüsten wir uns. Solange wir die Ehre und den Stolz durch etwas anderes erstreben, außer durch den Islam. Allahu Akbar. Sadaqta ya Umar. Radiyallahu ank. Solange wir die Ehre und den Stolz durch etwas anderes erstreben, als durch den Islam, werden wir erniedrigt sein. Und das sehen wir heute. Wir feiern ihre Feste von den Kuffar, feiern sie deine Feste, aber wir müssen ihre feiern. Na komm, kauf mal einen Baum. Jeder Baum ein Traum. Und dann siehst du, wie die Muslime einen Weihnachtsbaum schmücken. Du siehst, dass sie nach Ostereiern suchen. Subhanallah. Hast du einmal einen Kafir gesehen, der deine Feiertage gefeiert hat? Ich meine, hast du einmal einen gesehen, der am Schlachtfest ein Schlachttier genommen hat, es gestückelt hat und dann dir einen Teil gegeben hat? Hast du sowas schon mal gesehen? Aber du rennst ihn hinterher. Das ist hier keine Toleranz. Dann sagen wir auch, okay, dann feiert unsere Feste. Nur ist der Unterschied, dass wir unsere Religion befolgen und alles annehmen, was von dieser Religion ist. Und andere Leute folgen ihren Gelüsten. Allah Azza wa Jal sagt über die Muslime und er spricht zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zum Führer aller Muslime, liebe Geschwister, er sagt, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Daraufhin haben wir dich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, auf einen geraden Weg der Religion gebracht. Auf was? Einen geraden Weg. Der Weg von wem? Von Allah. Daraufhin haben wir dich auf einen geraden Weg der Religion gebracht. Wir haben einen geraden Weg für dich bestimmt. So folge diesem Weg und folge nicht einen anderen Weg, einen Weg derjenigen, die ihren Gelüsten folgen. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister. Wie viele Wege sind wir gefolgt, außer dem Weg des Islam? Außer dem Weg des Islam. Man sieht heute sozusagen, man sieht heute sogar sogenannte Muslime, er redet schlecht über den Islam. Von wem hat er das? Von wem hat er das? Von der Religion des Islam? Von wem hat er das? Von den? Hä? Von den Kuffar. Und er redet schlecht über deine Religion und denkt der Ärmste, dass er dadurch erhoben wurde in seiner Stellung. Schau mal, wozu ihn die Kuffar gebracht haben. Und wenn ich sage die Kuffar, dann meine ich bestimmte Leute, die es sich zum Ziel gemacht haben, den Islam anzufeinden und zu bekriegen. Möge Allah sie bekriegen und vernichten. Ich meine nicht alle. Nicht jeder Kafir bekämpft den Islam, liebe Geschwister. Aber es gibt welche, die sitzen regelmäßig an einem Tisch zusammen, um zu planen und zu planen, wie sie gegen den Islam vorgehen. Über diese Leute reden wir. Und dann nehmen manche sogenannte Muslime die Wörter der Medien und praktizieren sie auf dich. Er sagt dir, du Salafist! Und er weiß, dass du nichts anderes tust als das Gebet. Er weiß, dass du nur betest. Seit wann ist Gebet Salafismus? Seit wann? Seit wann? Wer ist hier über 30 Jahre? Sieht so aus, als ob ihr alle nur über 15 seid. Alhamdulillah. Wer ist über 30 Jahre? Vor 10 Jahren, Achi Karim, hast du das Wort Salafist gelesen? Gab es aber damals schon den Islam? Das heißt, wir haben irgendwas nicht verstanden. Er sagt dir, weil du dir ein Bart wachsen lässt, du Salafist. Einer von unseren Leuten, sagen wir was Falsches? Ja oder nein?
Er sagt dir, du Salafist, ist Bart wachsen lassen ein Salafist? Okay, dann sagen wir auch zu Priestern Salafisten. Haben doch auch einen Bart. Ist das das Merkmal, dass jemand ein Salafist ist? Ist das das Merkmal? Du fastest, du machst den Hasch, du gebietest das Gute, du verbietest das Schlechte. Er sagt zu dir, Salafist, subhanallah. Habt ihr gesehen, wenn man den Einfluss der Kuffar sich nicht widersetzt, was man später für Worte sagt? Habt ihr das gemerkt? Das sind voll integrierte Muslime. Und sie werden auch Yawmul Qiyamah integriert mit den Kuffar. Was heißt Integration? Alhamdulillah, wir können die Sprache. Verstehen wir die deutsche Sprache? Wir benehmen uns. Alhamdulillah. Unser Führungszeugnis sauber, oder? Alhamdulillah. In Berlin traue ich mich, diese Frage nicht zu stellen. Aber unser Führungszeugnis ist sauber, oder? Oder nicht? Kann uns einer was vorwerfen? Sind wir integriert oder nicht? Heißt Integration etwas anderes? Und sollen sie hier integriert sein, diese sogenannten Muslime? Am Tage der Auferstehung werden sie voll integriert sein unter den Kuffar. Möge Allah Azzawajal uns an diesem Tag Sicherheit geben. Liebe Geschwister, subhanallah al-Azim. Leute, die den Islam verstanden haben, von den Sahaba und den Sahabiyat. Einmal kam Abu Talha, radiyallahu anhu arda, und er war zu diesem Zeitpunkt kein Muslim. Er kam, um die Hand von Sulaim anzuhalten. Sulaim, eine Muslima. Abu Talha, kein Muslim. Dann kam er und er hat ihre Hand angehalten. Sie sagte zu ihm, Sulaim, Wallahi, ma mithluka, ya Abu Talha yurad. So ein Mann bei Allah, o Abu Talha, wird nicht einfach zurückgewiesen. Denn ihr solltet wissen, Abu Talha war ein Mann, den die Frauen geliebt haben. Er war schon etwas Besonderes. Aber er war zu diesem Zeitpunkt was? Kein Muslim. Dann sagte Sulaim weiter, وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ. Aber du bist ein Kafir, kein Muslim. وَأَنَا إِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ. Ich aber bin eine Muslima. وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ. Und es steht mir nicht zu, dass ich dich heirate. فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي. Und wenn du den Islam annimmst, dann ist das meine Mahr, meine Brautkappe. Allahu Akbar. وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ. Und ich frage dich nach nichts anderem, außer dass du den Islam annehmen sollst. فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَاكَ مَهْرَهَا. So hat er den Islam angenommen und das war die Mahr, die Brautgabe für Sulaim. Die Gelehrten sagen, die teuerste Brautgabe. Schaut mal, wo hat sie Stopp gemacht? Wo hat sie Halt gemacht? Hat sie gesagt, ja gut, die Religion ist ja so nebenbei. Ich heirate ihn trotzdem. Er ist ein besonderer Mann. Wie heute kommt ein Mann, er möchte die Hand anhalten von einer Muslima. Der Vater sitzt mit ihm und sagt, komm, setz dich, mein Sohn. Wie viel verdienst du? Hast du Auto oder hast du keine Araber? Was bei dir los? Geschäft, keine Geschäft. Er fragt nach allem, außer nach dem Islam. Und dann wundert er sich, dass sie etwas anderes geheiratet hat als ein Muslim. Er hat ihn ja auch nicht gefragt. Vielleicht war es ein Alevite. Subhanallah al-Azim. Wo ist unser Stolz? Wo ist unsere Ehre? Was sagte Sulaim? Ich darf dich nicht heiraten. Der Islam steht zwischen mir und dir, wenn ich dich auch begehre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Heutzutage, wir haben unsere Brüder. Nö, die ist von Ahlul Kitab. Ich habe sie einmal gehört, wie sie gesagt hat, ich bin Christin. Er will sie nur heiraten. Und er heiratet sie, obwohl uns nur erlaubt wurden, welche Frauen? Jüdinnen und Christinnen, die keine, was machen? Die keine? Hä? Die keusch sind, die keine Sinner machen. Gibt es sie hier?
Und wenn ja, auf welchem Planeten bitte? Wo sind die? Eine Frau, die hier noch keine Unzucht gemacht hat? Kann sein. Eine von 20, 30 Millionen und du hast sie gefunden? Und die wohnt noch in derselben Straße neben dir? Und geht auch zufällig in dieselbe Disco wie du? Sagte ja. Die ist von Ahlul Kitab. Ja. Und du von Ahlul Dalal. Die ist von Ahlul Kitab. Geht in die Disco und macht Zina und du heiratest sie. Er sagt nicht, zwischen mir und ihr steht der Islam. Er sagt, wenn ich sie haben will, dann stelle ich den Islam hinter uns. Habt ihr den Unterschied gemerkt, liebe Geschwister? Schaut mal, die Izza von Sulaym, obwohl Abu Talha ein besonderer Mann war, sie sagte zu ihm, ehe du kein Muslim wirst, werde ich dich nicht heiraten. Das war die Izza. Und deswegen sagen wir zu unseren Schwestern, wehe euch, dass ihr jemand anderen heiratet außer einem Muslim. Allah Azza wa Jal hat es verboten, den muslimischen Frauen einen anderen Mann als einen muslimischen Mann zu heiraten. Als einen muslimischen Mann zu heiraten. La hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun. Sie, die muslimischen Frauen, sind nicht für die Männer erlaubt, die anderen Glauben haben, die einen anderen Glauben haben. Und die Männer sind auch nicht für sie erlaubt, für diese Muslime. Gesetz von Allah Azza wa Jal. Deswegen soll eine Schwester wissen, wenn sie das dennoch tut, sie braucht keinen Heiratsvertrag zu machen oder sonstiges. Das ist Haram und das ist Zina. Und du lebst in Zina und bei Allah, du wirst keine Sekunde Segen von Allah haben. Der Krieg hat ab diesem Moment angefangen mit Umar. Entscheide. Das ist deine Entscheidung, oh Schwester. Subhanallah. Schaut die Izza der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Einmal hörte Abu Dharr radiallahu an davon, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer Botschaft zu den Menschen gekommen ist. Dann kam er aus einem anderen Ort und ging nach Mekka, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu treffen. Und er sagte zu ihm, A'rid alayya al-Islam. Erzähle mir etwas vom Islam. Mache mein Herz weich. Mit dieser Religion des Islam. Fa'arada alayya al-Islam. Fa'aslamtu makani. Er sagte, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir etwas vom Islam erzählt und ich bin auf der Stelle ein Muslim geworden. Fa'qala li, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu mir, Ya Abu Dharr, O Abu Dharr, uktum hadha al-amr. Verbirge den Islam. Zeig ihn nicht öffentlich. Warja ila baladik. Und geh zurück zu deinem Land. Und geh zurück zu deinem Ort. Fa'idha balagaka zuhuruna fa'aqbil. Wenn aber wir den Islam öffentlich machen, dann komm und begleite uns in unserer Sache. Dann komm und begleite uns in unserer Sache. Fa'kultu, so sagte Abu Dharr, Walladhi ba'athaka bilhaq la'asrukhanna biha bayna adhurin. Bei demjenigen, bei Allah, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich werde es in die Welt hinausschreien, wo sie da sein werden, die Qurayshiten, damit sie hören, ich bin ein Muslim geworden. Allahu Akbar. Schaut mal, was ihre Izza war. Das haben sie im Herzen getragen. Was hat er gemacht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, versteck die Angelegenheit. Wenn sie es erfahren, dann wirst du einen Schaden davon tragen. Nichts anderes wollte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihm sagen. Ich werde es in die Welt hinausschreien. Ich kann so eine Sache nicht in meinem Herzen verstecken und lassen. Ich muss es verkünden. Allahu Akbar. Ich muss den gesamten Menschen erzählen, dass ich ein Muslim bin. Subhanallah al-Azim. Heute, wo du so machst, oh, die reden gerade über Charlie. Ich bin nicht gemeint. Sagt er, ich schreie es in die Welt hinaus. So heißt es weiter, فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ. Dann ging er zu Masjid al-Haram. وَقُرَيْشْ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. Und die Qurayshiten waren in dieser Moschee. Er sagte, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشْ. O ihr Qurayshiten. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist.
فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ. Dann sagten sie, die Quraischiten, steht auf und kämpft gegen diesen Abtrünnigen. Sie haben ihn als abtrünnig gesehen, weil er nicht ihre Götter angebetet hat, also war er für sie ein Abtrünniger. Dann sagten sie, steht auf und kämpft gegen diesen Abtrünnigen. Und dann haben sie ihn grün und blau geschlagen. Subhanallah al-Azim. Die Sahaba haben einen Stolz getragen mit diesem Islam. Und sie hätten sich das Leben wahrlich einfach machen können. Aber dieser Islam war ihr gesamtes Leben. Dieser Islam hat ihr Leben geprägt. Dieser Islam war ihr Ausweis. Du hast einen Personalausweis. Aber vielleicht steht Türke drauf. Das ist deine Nationalität und deine Religion. Vielleicht steht Kurde drauf. Das ist deine Nationalität und deine Identität. Vielleicht steht Araber drauf. Das ist deine Nationalität und deine Identität. Aber die Muslime haben nur eine einzige Identität, der Islam. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Zuyyina lilladhina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna minalladhina amanu. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل sagt, den Kuffar ist dieses diesseits ausgeschmückt worden. Und sie machen sich lustig über die Muslime, über die Gläubigen. Allahu Akbar. Und diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden über den Kuffar stehen am Tage der Auferstehung und Allah versorgt, wem er will, ohne Zurecht. Hast du Stolz für den Islam? Hast du Stolz für den Islam? Das muss dein gesamter Stolz sein. Willst du über sie stehen, Yawm al-Qiyamah und in der Dunya auch? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Wahrlich, Allah erhebt mit diesem Buch, welchem Buch denn? Koran, ganze Völker, und er erniedrigt andere Völker mit diesem Buch. Und ich sage dir, mit jeder Sünde wirst du erniedrigt. Und mit jeder Tat, die nach Koran und Sunna bestätigt ist, wirst du erhoben bei Allah. Entscheide, wo du stehen möchtest. Entscheide, wo deine Stellung bei Allah sein sollte. Du fragst dich, wo stehe ich? Wo stehe ich? Was, wenn ich jetzt sterbe? Wo stehe ich bei Allah? Was wird Allah mit mir machen? Welche Stellung habe ich bei Allah? So kam ein Mann zu Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Er sagte, uridu an a'rif. Ich möchte wissen, uridu an a'rif, also ich möchte wissen oder ich möchte von dir erfahren, ja Al-Hasan, wo stehe ich bei Allah? Wo stehe ich bei Allah? So sagte Al-Hasan Al-Basri, rahmatullah alayh, frag dich einmal erstmal, wo Allah bei dir steht, dann weißt du es. Welche Stellung hat Allah bei dir? Die höchste? Die beste? Die edelste? Die gewaltigste Stellung? Wenn das der Fall ist, dann sei froh, dass du insha'Allah bei Allah eine gute Stellung hast. Allahumma irfa' darajatana. So sei dir sicher, dass du auch bei Allah eine gewaltige Stellung hast. Aber wenn Allah nicht an erster Stelle bei dir steht, dann sei dir sicher, Yawm al-Qiyamah wird ein langer, ein schwerer Tag, o Diener Allahs. Liebe Geschwister, lasst uns mit zwei Dingen beenden, die uns ein Stolz vermitteln. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er saß eines Tages mit Ibn Abbas radiallahu anhu auf einem Reittier. So sagte Ibn Abbas, kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala li. Ich war eines Tages hinter dem Gesandten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auf einem Reittier. Schaut mal, wie bescheiden der Gesandte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war. So sagte er zu mir, höre diese Worte. Ihfadillah yahfad. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre seine Grenzen. Haram, halal, erlaubt, verboten. Dann wird er dich bewahren. احفظ الله تجده تجاهك
Und wenn du Allah bewahrst, so findest du vor ihm. Du hast immer einen Helfer, der dir zur Seite steht. Dann sagte er zu ihm, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ Wenn du fragst, wenn du jemanden bittest, dann bitte niemand anderen außer Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ Und wenn du um Hilfe bittest, bitte niemand anderen um Hilfe außer Allah. وَعْلَمْ Jetzt kommt der wichtige Satz. Und wisse, لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ Wenn die gesamte Umma, das heißt Menschen und Dschinn, sich zusammentun, sich zusammenschließen, عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ Und sie wollen dir in einer Sache nützen, so werden sie dir nichts nützen können, außer in dem, was Allah für dich geschrieben hat. Ja, Achi, wenn du diese Überlieferung hörst, wirst du dich ab heute noch erniedrigen? Du suchst eine Arbeit. Du hättest die Arbeit gerne. Aber was machst du jetzt? Haram, Verbotenes, um diese Arbeit zu bekommen? Dann hast du diesen Hadith nicht verstanden. Du wirst diese Arbeit niemals bekommen, auch wenn die gesamten Menschen und Dschinn sich zusammenschließen, um dir diese Arbeit zu geben. Wenn Allah das nicht für dich niedergeschrieben hat. Und manche machen Haram, um eine Arbeit zu bekommen. Antwort, ja, bei Allah. Sie machen Haram, um diese Arbeit zu bekommen. Schaut mal, das bedeutet, sie kennen ihre Religion nicht. Ein anderer, er möchte eine Frau heiraten. Und er sieht, der Vater möchte nicht. Und manchmal die Väter haben gerechtfertigte Gründe. Ja, ist doch nicht nur mit Bart und Sunnah-Kleidung. Arbeitest du? Der sagt dir, Allah versorgt, natürlich Allah versorgt. Aber arbeitest du? Khair, inshallah. Wo ist Khair, wenn du faul bist? Khair, inshallah. Hat uns der Prophet s.a.w. das so beigebracht? Dass wir im Wohnzimmer sitzen und nach Gold und Silber fragen und dann kommt das runter auf unserer Couch, wo schon eine Delle ist, weil wir 24 Stunden da drin sitzen. Wenn die Couch geklaut wird, finden sie die sofort wieder, weil sie kennen seinen Abdruck. Subhanallah. Wer hat uns das so beigebracht? Der Vater sagt, nein, du arbeitest nicht. Gerechtfertigt ja oder nein? Er möchte, dass jemand sich um seine Tochter kümmert. Natürlich, und das ist sein Recht. Was macht er dann? Dann macht er Haram, um an dieses Mädchen zu kommen. Und ihr wisst, die Mittel sind viele heutzutage. Ihr kennt sie besser als ich. So. Er macht Haram, obwohl die Sache klappen oder nicht klappen wird, wenn Allah das nicht geschrieben hat. Nicht klappen. Zudem hat er Haram gemacht und es wird nicht klappen. Er bekommt die Frau nicht und Yawmul Qiyamah wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Und alles war doch niedergeschrieben. Wird man sich erniedrigen, wenn man weiß, dass alles geschrieben steht? Niemals. Ich war einmal mit einem Bruder. Allah Azza wa Jalla hat uns die Gnade gegeben, dass wir damals in Mekka waren. Und da kam einer von Ahlul Khair. Ahlul Khair sind die Leute, die das Gute machen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Sonne ist sehr heiß. Und du bist durchgeschwitzt. Und du läufst kilometerlang, um zu Jamarat zu gelangen, um die Steine zu schmeißen. Dann, subhanallah, haben wir einen gesehen von Ahlul Khair, der hatte kühles Wasser gelagert gehabt und hat das verteilt an die Leute. Und die Leute kamen wie Scharen. Ihr wisst, wie schnell das geht. Subhanallah. Dick, dünn, groß, klein, alles hat sich geschert um ihn. Und er hat dann die Flaschen verteilt. Und dann hast du gemerkt, dieses Gerangel und die schubsen sich weg, weil es geht um Wasser. Ich sage zu dem Bruder, wir stellen uns an und inshallah, wenn Allah für uns geschrieben hat, dann werden wir das bekommen. Wir haben die letzten beiden Flaschen bekommen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yachi, du lebst in Izza, in Stolz, in Ehre. Wenn du weißt, nichts bekommst du, wenn Allah das nicht für dich geschrieben hat. Warum dieses Haram? Warum möchtest du dich Allah widersetzen, um auch seinen Segen zu bekommen? وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ولكن المنافقين لا يفقهون. Und Allah gehören die Schatzkammer. Allahu Akbar. Zwischen Himmel und Erde. Die Heuchler aber verstehen dieses nicht. Die Schatzkammern gehören wen? Allah. Willst du jemand anderen bitten außer Allah? Wer hat die Schatzkammer in der Hand? Allah. Der Schlüssel ist nur bei Allah. Niemand kann diese Schatzkammern öffnen, wenn Allah möchte, dass sie zu bleiben. Du wirst kein Risk bekommen, was Allah für dich nicht geschrieben hat. Du wirst die Million nicht bekommen, nach der du trachtest, wenn Allah das nicht für dich geschrieben hat. Und wenn sich die gesamten Menschen und Dschinn versammeln, um dir in einer Sache zu schaden, sie werden es nicht tun können, außer was Allah für dich geschrieben hat. Wir haben damals gehört von zwei Brüdern, einer war praktizierend, der andere nicht. Dann sagte der Nicht-Praktizierende zu dem praktizierenden Bruder, du hast morgen einen Termin bei der Ausländerbehörde. Ihr kennt die Ausländerbehörde? Nein. Er sagte zu ihnen, rasier mal dein Bart ab, dann hast du bessere Chancen, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Der andere sagte, A'udhu Billah, ich vertraue auf Allah. Allah ist mein Herr. Und sowas weiß nur ein Gläubiger. Subhanallah, ihm haben sie verlängert, der andere hat eine Abschiebung bekommen. Subhanallah. Allah. Allah! Er hat alles in der Hand. Du hast nur eine Aufgabe, die Mittel zu schaffen. Und wenn du die Mittel schaffst, das ist ausreichend für dich. Du kannst nicht mehr tun. Aber wenn Allah dir eine Sache geben möchte, bekommst du sie. Erniedrige dich nicht dafür. Erniedrige dich nicht dafür. Ich frage, ich bitte dich bei Allah. Ich bitte dich bei Allah. Erniedrige dich nicht dafür. Du kriegst es. Schaut mal, wie viele wegen Wohnung Haram machen, weil sie eine bestimmte Wohnung haben wollen. Oder eine bestimmte Frau. Oder eine bestimmte Arbeitsstelle. Oder etwas von der Dunya erreichen wollen. Erniedrige dich nicht dafür. Entweder hat Allah das für dich geschrieben oder nicht. Und wenn nicht, dann sei froh, weil diese Sache ist nicht gut für dich. Sonst hätte Allah es dir gegeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah ta'ala yahmi abidahu al-mu'min al-dunya. Wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum al-ta'ama wa al-sharab takhafuna alayhi. Allah azza wa jal, er bewahrt seinen gläubigen Diener. Er bewahrt wen? Seinen gläubigen Diener vor der Dunya, während er ihn liebt. So wie ihr eure Kranken nichts zu essen und zu trinken gibt, aus Angst, dass ihnen etwas passiert. So bewahrt Allah dich. Das heißt, wenn du es nicht bekommen solltest, deswegen, weil Allah dich liebt, aber du möchtest die Liebe von Allah in seinen Zorn umwandeln. Dabei hat Allah dir das nicht gegeben, weil er dich liebt, weil er weiß, du kannst nicht damit umgehen. Kann jeder mit Geld umgehen? Nein. Nicht jeder kann damit umgehen. Subhanallah, deswegen hat Allah dir das nicht gegeben. Kann jeder mit einem schicken, teuren, schönen Auto umgehen? Antwort: Nein. Das ist Fitna. Deswegen hat Allah dir das nicht gegeben, weil er dich davor bewahrt hat. Weil er dich liebt. Subhanallah. Und obwohl das so die Liebe wäre, du wandelst diese Liebe in etwas anderes. Und ich beende, liebe Geschwister, mit den Wörtern von Sheikhul Islam, Rahmatullah alayh. Er sagte Wörter, die wir alle ab heute in unseren Herzen tragen sollten. Er sagte, ما يصنع أعضائي بي. ما يصنع أعدائي بي. Was sollen mir meine Feinde schon antun? أنا جنتي في صدري. Mein Paradies trage ich immer im Herz. Mein Paradies trage ich immer im Herzen. Ich weiß, nach meinem Tod kommt inshallah das Paradies. Wer kann dich traurig machen, wenn du so lebst? Wer? Mein Paradies trage ich immer im Herzen. Eine Frage, wenn du wüsstest, du bekommst das Paradies nach deinem Tod, würdest du sterben wollen? Sofort. Okay, wenn ich dich frage, willst du jetzt sterben, was sagst du mir? Du sagst mir, nein, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Erledige sie heute. Denn vielleicht kommt heute trotzdem dein Tod. Möge Allah uns nur dann die Seelen nehmen, wenn er mit uns zufrieden ist. Er sagt, mein Paradies ist immer in meinem Herzen. Aina ma ruhtu fa hiya ma'i. Wo auch immer ich hingehe, das Paradies trage ich immer mit mir. Er sagt, fahabsi khalwa. Wenn ich eingesperrt werde, dann
habe ich Zeit, alleine mit Allah zu sein. Dann kann ich noch länger beten, noch länger die Niederwerfung vollziehen, noch länger Allah Azza wa Jal um das bitten, worum ich ihn bitten möchte. Noch mehr Allah lobpreisen, noch mehr ihn würdigen und huldigen. Mein Gefängnisaufenthalt ist ein Alleinsein zwischen mir und Allah. Wa qatli shahada. Und wenn sie mich töten, ist das meine Shahada. Dann bekomme ich die beste Stellung im Paradies. Wa ikhraji min baladi siyahan. Und dass sie mich aus meinem Land herauswerfen, so habe ich Tourismus betrieben und andere Länder gesehen. Wer kann dich traurig machen, wenn du so lebst? Wisst ihr, wie Sheikhul Islam, rahmatullah alayh, gestorben ist? Und er war die Hälfte seines Lebens im Gefängnis, liebe Geschwister. Man sagt 7 Mal insgesamt über die Hälfte seines Lebens. Einer, der auch mit ihm im Gefängnis saß, hat berichtet, Sheikhul Islam, rahmatullah alayh, hat 81 Mal den Koran durchgelesen im Gefängnis. Und er ist bei der Aya stehen geblieben. Innal muttaqina fi jannatin wa nahr. Wahrlich, die Gottesfürchtigen werden in wunderschönen Paradiesgärten und an wunderschönen Flüssen sein. In diesem Moment hat Allah seine Seele erhoben. Allah. Izza. Stolz. Wer kann dir etwas antun, wenn Allah das nicht für dich geschrieben hat? Trage dieses Paradiesgarten immer in deinem Herzen. Und es soll dich auf immer begleiten. Und erniedrige dich niemals für eine Sache, die Allah für dich geschrieben hat. Und wisse, niemand hat die Schatzkammern in der Hand außer Allah. Und wenn du Allah zufrieden machst, so wird er subhanahu wa ta'ala nicht geizig sein mit der Belohnung. Und er wird dich in das höchste Paradiesgarten eingelassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak lahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barak lahu fikum wa jazakum la khairan. Für euer gutes Zuhören.